Also schon der erste Eindruck bei der Ankunft war für mich, dass es ein sehr freundliches Land ist. Ich bin ja das erste Mal hier. Und bei der Gruppe bin ich wirklich aufgenommen gewesen. Und das Programm war sehr viel. Es war ganz neu für mich. Wir gingen dort auf den Berg bei Don Lauro. Zuerst konnte ich mich nicht so loslassen, aber dann konnte ich einfach die Musik genießen und mich hineinspüren. Und es ist richtig schön, so einfach sich zu spüren, zu tanzen, auch weiter hinaus zu spüren. Ja, für mich ist das ein Erlebnis, dass ich einfach hier in diesem Moment, in diesem Platz oder in diesem Universum sein kann. Besonders auf der Bootfahrt ist das mir tief gegangen. Ja, in der Schweiz war für mich bald alles so eng, es war alles der gleiche Ablauf. Und hier habe ich gesehen, es gibt noch so viel Weite, es gibt noch so viele andere Leute. Ich habe auch sehr viele gute Frauen, Freundinnen kennengelernt. Und du kannst hingehen, wo du willst. Du bist aufgenommen und sie sind gleich. Du bist gleich. Wir sind alle auf dem gleichen Weg. Ja. Was mich auch beeindruckt hat, sind diese Reste von Pyramiden. Es sind alles nur Steine, denkt man. Aber doch ist hier eine Energie. Die Leute haben hier gelebt. Ich weiß nicht, ja. Vielleicht, das gibt es ja auch Erinnerungen, dass ich mal dort gelebt habe. Ja, die Mayas sind mitten unter uns. Wir finden sie, wenn wir in unser Herz eintauchen. Wir sind hier in der Maya-Stadt von Ake, wo sehr wenig Menschen hinkommen. Es lohnt sich, hierher zu kommen, weil man Zeuge wird einer sehr, sehr alten Stadt mit sehr viel Licht. Die Priester, die diese Stadt eine Zeit lang geleitet haben, diese Tempel hier festgehalten, die hatten ein uraltes Wissen, wie wir soeben gewahr geworden sind. Wir haben angefangen vor ein paar Stunden zu arbeiten in der Mitte, dort wo jetzt die Geißen sind. Und dann kam ein Guardian, der Wächter von hier, der hat sich dann offenbart. Ein Riesenwesen, machtvoll, gezeigt, sehr von der Schlange aufsteigen gut kann. Drauf, positiv drauf, und der hat uns dann auf eine Feuer geführt dort.